Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch im Marsch-Krimi. Ja, ja, wie immer, Marsch-Krimi. Ja, Junge, Junge. Was ich die letzten Spielstunden wieder Kohle ausgegeben habe, das geht aber keine Kuhhaut. Aber wir müssen halt investieren. Es ist, wie es ist. Sagen wir es ganz einfach, ne? Junge, 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 ey. Ihr seht, wir haben nur noch 273.000. Ja, ich habe nochmal investiert gehabt. Da kann er jetzt eben hinfahren, hol das ab. Ne? Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen was geschafft. Ne? Ja, unser Feld kriegen wir auf jeden Fall auch noch. Da habe ich ja gar keine Schmerzen mit. Ja, du musst... Obwohl, das brauchen wir ja gleich wieder. Du musst hier hin. Fahrzeughändler abholen. Da fahren wir eben hin. Danke. So, das läuft schon mal. Ne? Er steht hier. Du stehst auch da. Er fährt fleißig Gärreste. Ist ja immer noch dabei, ne? Ich weiß gar nicht, wie weit ist denn der schon? Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Feld 62. Ich weiß immer noch nicht, was der da so lange macht. Wir werden es aber jetzt rausfinden, ne? Ach, er ist auf den letzten Meter. Guck mal. Hat er das schön mit Gärreste zugegüllt. Da muss ich auch noch düngen, ne? Ja, habe ich total vergessen. Darf ich nicht vergessen. Wie gesagt, das läuft jetzt. Alles so nach und nach, ne? Viel Arbeit, wenig Vergnügen. Kennt ihr wahrscheinlich selber. Er steht hier. Ich habe die Viecher umgefahren, ne? Die Rinder, die sind jetzt nicht mehr hier. Hier sind die weiblichen und männlichen Kälber aus dem Kuhstall, die wir neu gekriegt haben, sind hier. Und die anderen... Ja, die brauche ich auch gleich. Die schon älter sind, die habe ich jetzt hier in den Jungviehstall getan. Eigentlich ist es ja ein Bullenstall, aber die sind jetzt hier im Jungviehstall, ne? Dann habe ich die hier reingefahren, die 50 Stück, ja, war immer schön, 6 Stück. Die sind jetzt erstmal im Stall. Die sind ja 3 Monate alt, dann ist das nämlich auch schon mal erledigt. Weil irgendwie müssen wir auch Platz haben. Wahrscheinlich, wenn wir noch einen kleinen Stall bauen müssen, oder wir kaufen die Bullen. Mit 3 Monaten, das weiß ich noch nicht. Die anderen Kälber müssen ja auch noch wieder in den Stall, weil wir weibliche und männliche haben, was ich echt gut finde. Sagen wir, wie es ist, ne? Es sind ja nicht nur weibliche Tiere immer da. Also von daher finde ich, ist das schon eine coole Sache. Du kannst ja beim Viehhändler verkaufen, wenn sie groß sind. Machst du auch noch einen kleinen Taler mit, ne? Muss ja nicht alles immer totaler Reibach sein. Aber so ein bisschen Geld machst du damit. Er fährt Heu holen. Feld 14, die Mission hatte ich schon abgeschlossen. Sämission habe ich schon 2 abgeschlossen. Da waren die Düngemission dahinter. Unkraut müssen wir auch noch machen. Das läuft so. Er ist jetzt auf Feld 49 am Düngen, ne? Ist die letzte Düngemission erstmal, weil wir noch nicht weiter gesät haben. Das ist alles so. Er tut Feld 45 wenden. Feld 30 und meine Wiese 18, die hatte ich schon gemäht, gewendet, geschwadet, alles fertig. Tutti, hab den erstmal hier hingeschickt. Ne? Er steht noch hier schön am Hof rum. Wir können auch noch ein bisschen Pause machen. Er sät auf unserer eigenen Fläche jetzt schon. Wir haben ja auch noch Flächen zu säen, deswegen muss das jetzt hier auch mal auf unseren Flächen noch so ein bisschen Kasala sein. Ne? Er sät hier Dinkel, auf der 1 kommt ja Roggen hin. Dann haben wir noch die 56 und die 70 zu säen, ne? Ja, ne? Ja, 56 und 70 war Raps drauf. Ja, ja, ja. Ja, 56 sollte Weizen. Und 70 sollte Weizen. Das ist das, was noch gesät werden muss. Hier soll Roggen hin. Da Weizen. Da Weizen. Ne? Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen, diesen Ingente. Dann müssen wir bei uns Pflanzen schützen hier im Raps. Der hatte Unkraut, ne? Ja, unser hat Unkraut, ne? Das müssen wir auch noch eben fix machen. Und dann haben wir schon mal wieder richtig Spaß in der Backen, ne? Also das läuft schon mal, das ist auch richtig tutti. Guck mal, jetzt macht er auch das Unkraut vernünftig mit Spot-Spraying, ne? Hier auf unseren Flächen, hier ist ja immer alles grün von Unkraut, ne? Aber hier, guck, da wird sich Spot-Spraying richtig bezahlt machen. Läuft der Laden. Das habe ich gemacht, ne? Wie gesagt, Mission haben wir ordentlich an der Backe, aber das ist auch kein Problem. Die machen wir auch noch alle. Ich wollte jetzt erst nur Feld 45 abschließen, dann nehmen wir die alle noch hier an.
diese größeren. Was noch so interessant ist, obwohl ich echt am Überlegen bin, diese neuen zu kaufen, oder? Ja, Feld 31 könnten wir auch kaufen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Heu. Wir haben so gut wie kein Heu. Also, das wird mächtig ein Problem bei uns dieses Jahr. Ja, ihr seht's, ne? Die weiblichen, männlichen Kälber sind da jetzt mit in der Wiese. Die weiblichen, das läuft. Die habe ich alle aus dem Kuhstall rausgeholt. Milch hatte ich auch noch nicht umgefahren. Das läuft. Die Fersen sind jetzt halt im Jungviehstall. Nennen wir es Jungviehstall. Die sind alle da jetzt drinne. Die können da ordentlich Kasala machen, Mistgülle, was die brauchen. Schafe läuft, ne? Da haben wir keine Probleme mit. Die männlichen Küken, habt ihr ja gesehen, habe ich alle verkauft. Ja, gab ja auch 0 Euro dafür, ne? Das haben wir gemacht, das ist alle fertig. Da sind jetzt die weiblichen Küken noch mit drin. Die habe ich gerade gefüttert. Die machen aber auch ordentlich Wolle, ne? Und die sind gut zufrieden. Wir müssen nur halt mal sehen, dass wir die Milch da wegräumen. Das war jetzt so bei den Tieren. Produktion habe ich auch noch gar nicht so viel reingeguckt. Ja, Silage, ne? Durch die Mission auf Feld 14. Er hat jetzt in meine BGA gefahren, ne? Ich habe die Ballen alle komplett hier hingefahren. Ist unsere Silage-Fermenter ist echt gut voll. Wir müssen gleich Mist und Gülle umfahren. Da bin ich schon so langsam mit angefangen. Hab schon den IAC da jetzt fertig, dass das hier wieder ordentlich Kasala machen kann. Hier ist noch genug Mist drin für die Gärreste. Das reicht. Wir haben 44.000 Liter Flüssigdünger, 68.000 Liter Dünger. Das läuft vor sich hin, ne? Er ist immer noch nicht viel weiter, aber wir werden auch wahrscheinlich erst nächsten Ingame-Tag unsere Fläche häckseln, dass wir da das hier reinfahren können und ins Silo, den Rest ins Hofsilo. Ja, Honig, ne? Ist das Einzige, was wir bis jetzt hier drin haben. 789 Liter. Das läuft. Die Holzfäller machen Top-Job, ne? Die laufen vor sich hin. Da haben wir gar keine Malesse mit. Müssten wir mal ein bisschen Diesel hinfahren. Komposter, 149.000 Liter Kompost, ne? Junge, 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 ey, also das merkst du schon, ne? Und ich habe Klee gemäht, den müssen wir auch noch einfahren. Mehl sind auch wieder 42.000 Liter, ne? Und 30.000 Liter Kleie. Yeah, das läuft. Rubbery Rubs, ne? 146, aber wir haben auch 74.000 Liter Schweinefutter. Ja, Rübenschnitzler läuft langsam vor sich hin, das läuft. Die Schiene können wir deaktivieren. Saatgut haben wir auch jede Menge. Also da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen drum machen. Hier, das läuft, ne? Guck, er füllt immer weiter auf mit zwei Holzfeldern, wenn wir diese beiden Chino laufen lassen. Ja, also das ist eine gute Sache. Kann ich gut mit leben. Wir haben ordentlich Leerpalette, wir haben Bretterpalette. Müssen wir mal umfahren hier in der Werkstatt, ne? 50.000 Liter können da hin. Es läuft. Ja, dann ist sie ein bisschen geboostert, kann mehr Wartung machen, ne? Ist sie dann geboostert? Weiß ich gar nicht. Guck mal, dann ist sie eigentlich gar nicht geboostert, oder steht das hier irgendwie nicht mit drin? Ja, normal ja, ne? Brotkäse ist halt alter Booster. Guck mal, die verteilt das noch. Die kommt aber auch gar nicht. Ach, Werkstatt mit Holz. Guck mal, das müssen wir dann aktivieren. Ja. Müssen wir halt auch nach und nach machen, ne? Wir müssen jetzt eben zusehen. Guck mal, ey, hier sind 30.000 Liter Mist drin gewesen. Wo kommen die alle her? Junge, 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 das mache ich gleich. Ich habe noch eine Drille gekauft. Ja, ich habe eine zweite Drille schon gekauft. So eine, wie wir haben. Mit Walzfunktion, ordentlich Saattank drunter, ne? Dass wir jetzt ein bisschen flexibler sind, ein bisschen schneller arbeiten können. Deswegen sind nochmal gut, ja, knapp 250.000 kostet so ein Moped, ne? Sind nochmal draufgegangen, aber ganz ehrlich, das war es mir dann auch irgendwie wert. Klar hatten wir noch andere Ziele. Aber wie gesagt, wir müssen halt jetzt auch immer zwischendurch den Fuhrpark erweitern, vergrößern, immer zwischendurch, so wie wir es brauchen. Mit den ganzen Saatmissionen und unsere Flächen, ne, ist es schon ganz gut, so eine zweite Saatmaschine zu haben. Ja, klar fehlt jetzt im Endeffekt wieder ein großer Schlepper, ne? Ich hab's gewusst, dass ich auf dem falschen Weg bin. Großer Schlepper, aber kannst nicht alles hauen im Leben, ne? Muss halt der 1050 jetzt ein bisschen mehr mit säen, wenn Druck ist, ne? Seht's da, ist der Kiel, der ist schon gemäht, ne? Wir müssen nur noch einsammeln. Aber ich denke, das werden wir mit dem Ladewagen machen. Ich weiß nicht, ob die Presse da klebt, das machen wir halt mit dem Ladewagen.
Hier ist sie fast fertig mit der ersten Fläche. Es läuft. Wenn wir jetzt da noch unten in Schwung kommen. Er ist auch bald durch mit der Reste, ne? Schicki fein. Hat sich gelohnt. Also, ich bin ganz ehrlich, wir haben eine Fläche Dünger gespart, haben mehr Reste rausgefahren, ne? Also. Ganz ehrlich. Läuft. Ja, das war so, ne? Ja. Wir sind einmal durch. Junge. Wie gesagt, hier hatte ich ja abgesammelt, aber also gemäht und gepresst, aber hier ist ja gar nichts runtergekommen. Hier ist nichts runtergekommen. Das war ja wieder so ein Ding, was man sich hätte auch sparen können. Muss man sich nichts vormachen. Also, ich weiß auch noch nicht. Wir werden dieses hier wahrscheinlich irgendwann auch mal. Ich schätze, hier werden wir Gewächshäuser oder irgendwas hinpacken, ey. Also, das lohnt sich gar nicht. Guck mal, was dann. Das Büschen ist da runtergekommen. Das sind ja nicht mal 10 Bar. Und ich hatte. Ja, er hat aber auch Probleme hier mit Position Farming, dass er das nicht anerkennt, stellenweise. Wo du mit Dünger drüber geformt bist. Ist nicht so schickifini, ne? Aber. Naja. Nennen wir es naja, ne? Man kann es nicht ändern. Was willst du da auch dran ändern? Das geht halt nicht, ne? Ich schätze, dass wir ihn irgendwann zubauen. Alles andere macht doch gerade gar keinen Sinn. Du fährst mir jetzt eben zu Feld 30. Da sind auch noch so ein paar Billikes, die kannst du auch eben abholen. Haben wir das auch erledigt. Hier läuft, ne? Also, ja. Was wollte ich jetzt? Irgendwie brauche ich mal ein Palettenlager oder so. So langsam haben wir echt Probleme mit Paletten. Ich weiß nicht, wo ich die hinräumen soll. Dass die nicht alle im Weg stehen. Um einen Rückwärtsgang rein. Die paar Meter schieben wir eben zurück, wenn die Handbremse raus ist. Oh. Ich habe da einen Wagen gesehen. Junge. Also die BGA, wenn die komplett voll ist, die macht echt Kasala. Er kommt nicht in Quark hier. Muss man auch sagen. Also das ist. Junge. Da ist noch Mist. Ja, den fahren wir, glaube ich, erstmal mit. Eine Rutsche in der Düngerproduktion auch. Obwohl, ja, braucht man nicht. Lass den erst hier rein. Alles, was hier drin ist, ist gut. Gibt ordentlich Ströme. Und ordentlich Zaster. Ja, Silo hat das gegärt. Ich glaube noch nicht, dass das zu Ende gewährt ist. Da müssen wir nämlich auch mal zwischendurch anfangen zu schippen. Ich denke, im Winter werden wir dann anfangen, das dann leer zu machen. Ne? Hier wird noch nicht viel Mist sein. Weil ich ja jetzt erst angefangen habe einzustallen. Ne? Aber da ist fertig gefüttert, dies, das, jenes, das läuft. Das ist gut. Muss man sich nichts vormachen, ne? Also der Laden ist am Rennen, ne? Man muss halt hier gucken, da gucken. Aber ansonsten fängt das hier richtig an zu rennen. Klar, ja, man könnte ein bisschen anders investieren stellenweise, aber ich glaube, so eine Saattechnik und auch die zwei Mähwerke, das war eine ganz gute Entscheidung. Weil wir auch so dann auf unseren Flächen flexibler sind, dass wir dann anfangen können zu mähen oder wenn Drock ist, mit mehreren Missionen, kann einer zum Beispiel Gras mähen, der andere fährt Ja, Gras. Natürlich mäht der Gras, ist ja logisch. Oh, hier ist schon wieder was abgeschlossen. Du bist auch da. Müssen wir auch gleich hin. Er müsste auch gleich durch sein. Halt mal an hier. Nicht alles immer verplempern. Okay. Dann fährst du mir aber jetzt einfach eben zum Hof. Stellt sich da hin. Kannst da warten. So, das haben wir, ne? Das gibt auch wieder ein bisschen Tollers. Hier. Abschließen. Feld 66 schicken wir gleich den 1050 hin, ne? Wenn wir die Drille jetzt voll kriegen. Das ist ja so eine Sache, ne? Nicht so einfach.
Muss ich hier auch Y drücken? Ja. Let's have a look, ob it klappt. Das ist nicht so einfach, ne? Jetzt mit dem 1050, ne? Du da an den Trigger dran kommst? Wahrscheinlich nicht so gut, ne? Halt, 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 fahr nochmal. Wir hatten es so. Junge, Junge, Svenny. Kleinen Ticken zu weit, ne? Klappt. So, was will er denn auf Feld 66 überhaupt gesät haben? Göscht. Alles klar. Wir sind göscht. Das hat er. Okay, dann klappt den Hobel mal wieder zu. Erster Wegpunkt, kein Kurs. Feld 66, ne? Sehen. Wo ist Laden? Okay. CP-Einstellung. Ja. Muss ja, ne? Dann fährst du Feld 66 gleich. Und machst zur Kasalle. Über ein Tor lassen. Ja. Was ist jetzt der sinnigste Weg? Wir werden wahrscheinlich eine Wiese kaufen müssen. Weil wir ganz einfach die Kohle, das Heu noch brauchen. Ne? Man kann sich das jetzt überlegen. Kaufst du Heu zu oder kaufst du noch eine Wiese? Manchmal sind die Entscheidungen nicht so einfach, ne? Bist du immer noch nicht fertig? Das kann ja nicht sein, ey. Du fährst dich ja zu Tode mit dem... Das Fass werden wir wahrscheinlich auch demnächst wieder verkaufen, das ist... Alte Rutsche fast da. Habe ich auch irgendwie nicht so Bock drauf, wenn das alle dann nur durch die Gegend rutscht und so. Sagen wir, wie es ist. Da können wir uns besser irgendwann mal ein vernünftiges kaufen. Jetzt muss das halt zwar noch ein bisschen reichen, aber auf Dauer. Sobald ihr das irgendwo hinstellt, rutscht nur durch die Gegend hinten und das ist Bullshit. Finde ich persönlich, weißt du, wenn das dann nur durch die Gegend rutscht, das ist doof. Aber verstehe auch nicht. Standardfass und rutscht durch die Gegend. Aber gut, dass ich nicht immer alles verstehen muss, ne? Sagen wir es auch ganz ehrlich. Ja, ist aber auch ganz schön viel liegen lassen, Kollege. Das ist halt, wenn man mit CP arbeitet, dann muss man das halt auch in Kauf nehmen, dass er eine Menge liegen lässt, ne? Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Fürs Bollenlager. Wir brauchen Heu. Ja, fahr doch noch enger in die Kurve. So, jetzt ist guter Fahrrad teuer, ne? Was ist denn hier noch so? Die sind viel zu groß für uns. Feld 9. Lass uns mal nachgucken, was die überhaupt kosten, die Wiesen. Ja, das kannst du mal wieder wegmachen. Wiese 9. Kostet 169.000. Okay. Was kostest du? 83.000. Junge, Junge, ey, das wird aber eine knappe Nummer dann. Da reicht die Kohle noch nicht, ne? Weil Wiese 31 müssen wir irgendwann kaufen wegen Zentrallager, ne? Hier kommt ja das Zentrallager hin. Ja. Also von daher. Ja, aber dann sind wir wieder so weit weg von meinem Feld, ne? Dann brauchen wir jetzt schon insgesamt fast 1 Million wieder. Eigentlich war hier auch noch ein bisschen mit angestrebt, ne? Junge, Junge, Junge. Aber so ist das halt, ne? Das ist nichts umsonst. Ich hoffe, hier bleibt ein bisschen mehr für uns über, dass wir mal einen fetten Bonus kriegen. Dass wir da nicht immer so einen Stress haben mit unserem Heu. So, Feuersalamander, klapp dich auseinander, Svenny muss ein Man. Schick, oder? Aber das nützt nichts. Wenn das wieder nicht runter. Wir brauchen ja das Tor.
Und oben muss ich halt selber mähen. Das ist aber auch das letzte Mal, dass wir hier unten selber mähen, weil ich dann später einen Weg einmalen werde. Und dann müsste eigentlich die Fläche wieder ganz für sich erkennen, ne? Wenn ich dann Weg einmale, normalerweise ja, ne? Aber hier soll ja auch noch der Schweinestall hin. Junge, Junge, Junge. Viel zu tun, das ist immer so, ne? Bis du da irgendwo mal ein Knick bist, dass du das alle vernünftig hast, ne? Oh, er ist angekommen, er kann nicht. Er soll immer Gas geben und nicht immer sagen, ich bin doof. Wie gesagt, hier ist auch noch Heu für uns. Ich denke, wir werden die zwei Wiesen irgendwie uns noch ran organisieren, dass wir jetzt erstmal einen Schlag Ruhe haben. Wir brauchen ja auch das Zeug für die Mische, ne? Wir müssen ja auch ordentlich Mischrationen wieder machen. Und noch einen Schnitt kriegen wir dieses Jahr nicht. Müssen wir uns nichts vormachen. Also da haben wir keine Chance. Dass wir jetzt noch mehr regenerieren dann raus. Das wird der letzte Garausschnitt jetzt sein. So wie ich beim letzten Mal schon hätte wissen müssen. Da werden vielleicht nur ein, zwei Wiesen nachkommen. Aber ich glaube, alle haben wir noch nicht zweimal gemäht, oder? Ansonsten, ja, ist halt so, wie es ist. Muss halt vorher planen. Je mehr Wiesen. Ja, okay, man muss auch dazu sagen, irgendwann wird uns die Kohle fehlen von diesen Ballenmissionen, ne? Ja, aber. Irgendwie schaffen wir das auch noch, das wieder reinzuholen. Muss man halt mal die Arschbacken zusammenkneifen oder was? Sich anders orientieren? Aber das kriegen wir hin. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, Cornwall, wir wollten nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!